Spektakulär endete die Weltcup-Saison der Naturbahnrodler in Umhausen im Ötztal. In mehreren hart umkämpften Rennen holte die erste Garde des Sports das Allerbeste aus sich heraus und bot den Zuschauern zum Saisonfinale ein weiteres Mal grandiosen Rennsport. Der Held des Tages war wieder einmal Lokalmatador Thomas Kammerlander aus Umhausen. Mit Heimvorteil auf der Grantaubahn, die bekanntermaßen keine Fehler verzeiht, hatte Kammerlander seine Rodel voll im Griff und unterbot mit Vollgas jede Zwischenzeit. Im Ziel hatte der Ötztaler 60 Hundertstel Vorsprung und holte sich somit den zweiten Sieg in Folge, nach seinem Europameistertitel 14 Tage zuvor. Ja, es ist für mich wirklich eine coole Sache, da jetzt wieder einmal daheim zu gewinnen. 2007 ist schon eine Zeit her und das war mir ein großes Anliegen, einen Klassiker daheim zu gewinnen. Ja, ich denke, das ganze Wochenende ist schon super drauf. Der Europameistertitel hat mir natürlich zusätzlich Motivation gegeben. Und den Grundstein habe ich vielleicht gestern schon gelegt, wo ich die 13. herausgefahren bin. Deswegen bin ich halt ganz cool an die Sache herangegangen. Und es ist mir ein super Lauf gelungen und ja, und ich glaube, ein ganz lässiger Vorsprung einmal auf den Patrick. Thomas Kammerlander verwies also im Einzelbewerb seinen härtesten Konkurrenten Patrick Pignetta aus Italien auf Platz 2. Dieser holte sich allerdings mit Florian Clara den Titel bei den Doppelsitzern. Der Sieg bei den Damen ging an eine überglückliche Greta Pingerra aus Italien. Ja, super, endlich. Ich habe so lange drauf gewartet und ich bin allem wieder ein bisschen angeschlüpft und jetzt hat es endlich gereicht. Ich bin heute richtig locker gefahren und habe gewusst, dass das drinnen ist. Ich habe gewusst, es geht auch noch um einen Gesamtweltcup bei mir und es ist halt alles perfekt aufgegangen.